Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 101 2015. Mach ich jetzt mal weiter. Zum großen Preis vom Bahrain. Wollen wir schauen, was jetzt drin ist? Ja, ich will mal kurz vorab sagen, wenn jetzt irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen sollten mit meinem neuen Mikro, will ich das zu entschuldigen, falls ich übersteuere oder sowas. Weil ich habe jetzt hier ein komplett neues Mikro mit Mischpulen und allem drum und dran. Ich bin auch dabei, mich hier reinzuarbeiten mit dem Rode NT1A. Da mein altes Mikro den Geist aufgegeben hat. Ist jetzt leider auch nicht so schlimm, da es wieso gerade ein Sommerloch ist. Und das Sommerloch geht leider noch verdammt lange. Der knapp noch einen Monat und ein International Circuit befindet sich nur 30 Kilometer von der Hauptstadt Manama entfernt, mitten in der Wüste. Willkommen beim großen Preis von Bahrain, wo gleich das Training beginnt. Das Nachtrennen in dieser Woche wird für einige Fahrer sicherlich eine Herausforderung. Nicht jeder ist schon mal unter Flutlicht ein Rennen gefahren, aber sie werden sich den Bedingungen sehr schnell anpassen können. Zumindest werden sie sich bereits akklimatisiert und ihren normalen Wochenendrhythmus für ein nächtliches Rennen angepasst haben. Ich bin gespannt zu sehen, wer am schnellsten unter diesen Bedingungen Druck aufbaut. Man muss sich immer noch etwas daran gewöhnen, dass Sebastian Vettel in dieser Saison das Rot von Ferrari trägt. Er ist es gewohnt, an die Box von Red Bull zu fahren. Heute muss er darauf achten, dass er nicht bei seinem alten Team einen Boxenstopp einlegt, so wie wir das schon einmal bei anderen Fahrern erlebt haben. Der war aber lustig. Ja, okay, mal schauen, was jetzt hier drin ist im Bahrain. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Ein Setup habe ich. Wo bist du denn? Da bist du. Ja, Jules Bianchi ist leider jetzt gestorben. In der Nacht vom Freitag auf Samstag. Traurig, mal wieder, dass ein Formel 1 Fahrer stirbt. Aber wie sein Vater gesagt hat, vielleicht ist es echt das Beste. Weil er hätte noch kein normales Leben mehr führen können. Er wäre wohl im Pflegefall gewesen. Warte mal kurz. Warte mal. Ich habe jetzt wieder nicht aufgepasst gerade. Ich habe jetzt gerade leider nicht aufgepasst. Ich muss mal kurz was anschauen. Das habe ich gerade nicht aufgepasst. Ach so, okay, passt. Doch. Okay, alles klar. Okay, dann passt ja. Schade. Hier noch kommt endlich der Europa-Auftakt in Spanien. Da könnte ich mir einen Sieg ausrechnen. Aber Spanien liegt mir eigentlich. Ah, schade. Ah, schade, Mann. Ich komme dann in die falschen Gänge. Ah, okay. Bin auch nicht ganz drin, mal wieder. Ah, es wird noch. Aber alles so eine Strecke, wo ich mir eigentlich gar nichts ausrechne. Also auch nicht unbedingt meine Favorite Track, muss ich sagen. Alter, komm rum, LKW. Ja, sonst gibt es eigentlich momentan nicht viel zu berichten. Ja, Dead Island 2 wird sich wohl aufs Jahr 2017 verschieben. Alter. Gehe ich mal stark davon aus jetzt. Da sie sich ja vom Jager getrennt haben. Vom Berliner Entwicklerstudio. Das heißt, dass sie sich jetzt wohl einen komplett neuen Entwickler suchen. Und das Spiel dann wieder von komplett neu aufziehen werden. Ja, ich weiß jetzt aber nicht, wohin das führen wird.
Also 2016 muss man mit dem Spiel wohl auch definitiv nicht rechnen. Ja, ich treffe die Bremspunkte überhaupt nicht. Alter, ich... Was ist denn hier los? Immerhin Turn 10 getroffen. Ja, es läuft gerade überhaupt nicht. Weit, weit weg von der Pace. Das ist gerade nicht gut. Haben wir das jetzt die erste vernünftige Runde? Ah, ich hätte den runter den vierten müssen, ah, verflucht. Ah, ich hab gedacht, ich pack die. Ja, ich muss sagen, viele Fehler bei mir drin. Das wird wohl ein bisschen längeres Training werden. Auch den Bremspunkt überhaupt nicht getroffen. Ah, das kann nicht wahr sein. Ich habe gedacht, ich werde mir noch ein bisschen rausholen. Denke ich mal persönlich Beste. Oh doch, 40,5. Komme ich jetzt vielleicht rein, nach Runde 4. Ah, verflucht. Nicht ganz. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, warum passt es momentan bei mir vorne und hinten einfach nicht? Vier.
Und die KI scheiß mal wieder drauf, ob du eine Quali-Runde bist, machst oder nicht. Das ist doch alles hier nicht mehr wahr, ey. Der Sprit geht mir so langsam aus, wie ich das sehe. Okay. Ja, ich verstehe das nicht. Wo ist denn da der Brennpunkt, sag mal? Platz 4. 39 irgendwas. Das ist nicht wahr. Hier werde ich definitiv mein Problem haben, die Bremspunkte zu lesen. Das wird hier auf jeden Fall nicht einfach. Ah ja, deswegen höre ich auch den Manager gerade gar nicht. Ja klar, deswegen höre ich den auch nicht. So, jetzt soll es wieder eigentlich gehen. Ah, es wird nicht einfach. Sektor 1 passt schon überhaupt nicht. Sektor 2 passt auch nicht. Und Sektor 3 auch nicht. 1,5 Sekunden. Ja, okay, wir machen jetzt nochmal was mit ein bisschen mehr Sprit. So 3-4 Runden lang. Und dann mal schauen, was geht. Rang 4 aktuell. Vielleicht sehe ich jetzt die Bremspunkte mit schweren Auto besser, ich habe keine Ahnung. So, dann mal auf. So 3 Runden abspulen, dann war's das. Damit ich so ein kleines Gefühl für den Wagen bekomme. Na, zu früh gebremst. Ah, shit.
Majestät nicht 6. Ja, fahren wir in die Kiste rein, brauchen wir nicht. Okay, ja, ich bin dran jetzt. Ich würde sagen, dann fangen wir gleich mit dem Qualifying an. Ja. Alles klar, fangen wir an. Das Training ist vorbei und Lewis Hamilton war sehr erfolgreich. Heute muss er einfach mit der Leistung seines Wagens zufrieden sein. Okay, hinter Vettel, Rosberg und Hamilton. Also, ist alles wie gehabt momentan. Aber mal gucken, was gleich drin ist im Qualifikationstraining. Das kann interessant werden. Willkommen auf dem Bahrain International Circuit. Es ist 18 Uhr und das Qualifying geht gleich los. Bevor die Autos auf die Strecke gebracht werden und das Qualifying beginnt, wer, glaubst du, wird heute eine gute Zeit hinlegen? Ich bin überzeugt, dass Vettel heute stark auftreten wird. Er liebt diese Strecke und solange sein Auto mitspielt, können wir erwarten, dass er ganz vorn um die Pole Position kämpfen wird. Ja, Leute, erwartet mal nicht zu viel von ihm. So, ich lade mein Setup nochmal nach. Ich kenne das mittlerweile, dass er sonst mein komplettes Setup einfach mal zerschießt. Nein, gib mir mal. Ich werde mal kurz auf die Prime-Reifen gehen. Wir nehmen die Änderungen vor, die du eingefordert hast. Gut. Oh, vorbei mit dem Spielchen, auf geht's. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Dasselbe ist also mein Ziel. Es war so klar wieder. Okay, die erste Runde können wir definitiv abschreiben. Mann, es kann doch nicht wahr sein, dass jeder rausgeht, wenn ich gerade eine freie Runde haben will. Mann. Ja,
Ja, fuck doch, Alter, Leute. Ja, sag ich das hier mal jetzt jeden vorbei, ich hab gerade so keinen Bock mehr. Kann doch nicht sein, Alter. Alter, ob die quasi nur warten, dass ich da vorbeikomme. So, der nächste Anlauf. Nützt ja alle nichts. Weil die Runde ja auch Bestand haben wird bis zum Ende. Mal gucken, was geht. Na, nice. Oh, ein langsames Fahrzeug vor mir, das ist nicht gut. Okay, langsam als meine letzte Runde. Gut. Platz 6 aktuell. Ah, schade, schade, schade. Okay, mal gucken, was noch geht. Mit den weichen Reifen. Ja, weil ich der Beste bin.
dein Setup. So, wie weit kannst du nach oben gehen? Na, ja, wieder an Ricciardo vorbei, das ist dann wieder das höchste der Gefühle. Du fährst ein klasse Rennen. Wir liegen wieder viel weiter vorne, als wir erwartet hatten. Wo ist unser Freund Perez? Auf Platz 11. Doch. So, guck mal, was hier drin ist. Im Vorsehen hier. Alter, die Runde ist gar nichts bis jetzt. Alter, die Runde ist richtig beschissen. Das war jetzt keine gute Runde. Das war jetzt wirklich nicht gut. Habe ich noch Zeit für eine? Ja. Komm, bring mir deinen Laptop. Gut, ich kümmere mich um die Änderungen. Eventuell blockieren deine Hinterräder weniger, wenn du die Bremsbalance nach vorne regelst. So, letzter Versuch. Und schon fällt alle raus, das kann nicht wahr sein. What the fuck? Ey, die KI, don't give a fuck, Alter, ganz ehrlich. Ob du auf einer Quali-Lab oder bist oder nicht, das ist der KI wirklich so scheißegal. Das ist der Wahnsinn.
Mein Gott, Codemars, könnt ihr denn überhaupt gar nichts? Verpiss dich! Ey, das ist unfassbar, Alter, ehrlich. Ey, mein Gott, Codemaster, Alter, ehrlich, checkt ihr überhaupt nichts? Hast du Pech gehabt, Hermit, wenn du vorbei willst, musst du vorbei. Ganz ehrlich, mich kotzt die Situation wirklich so an mit diesem Spiel, teilweise, ehrlich. Qualifying überholen, das ist das reinste Desaster hier. Ja, es wird nichts mehr. Mein Gott, Alter, hab ich. Super, das war's. Am Ende steht dann Platz 5 für uns. Momentan der obligatorische 5. Rang. Es wäre vielleicht mehr gegangen, ich weiß es nicht. Das Codemaster, so welche Sachen einfach nicht fixen, ich verstehe das nicht. Geleistet. Beide Silberpfeile stehen beim Rennen morgen in der ersten Startreihe. Beide Fahrer haben zusammen mit dem Team hart daran gearbeitet, aus dem Wagen die maximale Leistung herauszukitzeln. Sieht so aus, als hätten sie zumindest fürs Qualifying die optimale Einstellung gefunden. Jetzt bleibt noch abzuwarten, wie sie sich im Rennen schlagen werden. Ja, Gratulation an Lewis Hamilton, vor Nico Rosberg, vor Kimi Räikkönen, vor Vettel. Dann kommen wir Massa auf 6, Ricciardo 7, Bottas 8, Felipe Nasr auf 9, Verstappen auf 10, 11. Maldonado, 12. Jenson Button, 13. unser Kollege Perez, 14. Sainz, 15. Alonso, 16. Eriksson, 17. Dani Kiat, 18. Grosjean, 20. Will Stevens und 19. Roberto Meri. Ja Leute, ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder zum Rennen von Bahrain. Ja, wie weit wird es nach vorne gehen? Das ist die Frage. Aber wir werden sehen. Die Auflösung seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.